Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 1.20 Let's Play von Minecraft. Ja, wir haben ja einen Creeper, eine Creeper-Kuh. Und wir haben zwei Kamele. Wir haben im letzten Part ein Kamel, war in die Nähe vom Dorf oder von der Burg und den Schiffen und so gemacht, was wir bauen. Und das eine Kamel hat irgendwie Probleme. Jo, wir müssen von der anderen Seite kommen. Hier habe ich die Farm für die, Kakteen gemacht. Und genau, der eine Creeper ist ein bisschen im Weg. Nein, nicht die Kühe, Drago. Nicht die Kühe, Zoll, Creeper. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Fleisch. Dankeschön. Wunderbärchen. Also. Das ist jetzt nur ein Schauspiel gewesen, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ein Kamel hat, glaube ich, wenig Leben. Es heißt sogar Dromedar dort. Genau, das hat wenig Leben. Und das andere habe ich eigentlich relativ okay hingetan. Ja, ich habe auch die Reiseroute nochmal ein bisschen von Bäumen befreit, dass wir besser reisen können. Ich werde, denke ich, mal Wege ziehen und so. Aber ich habe jetzt noch nicht Zeit wegen dem zweiten Dromedar. Das hat sehr lange gebraucht, bis ich es hier war. Abgetan. Also 45 Minuten hat es gedauert. Bis wir das gemacht haben. Ja. Ja. Ich werde jetzt noch nicht terraformen. Also wir haben jetzt eigentlich noch die Ausgrabungen vor. Und einen Zaubertisch zu machen. Dann mache ich, glaube ich, in diesem Part schon. Und ja, das Bauen. Also das Schiff bauen werde ich in einem Livestream machen hier auf YouTube. Übrigens auf YouTube und nicht auf Twitch natürlich. Ja, und dann mal schauen. Also jeder Baum macht, glaube ich, am Boden auch noch diese Blütenblätter. Es sind Blüten, es sind keine, also es sind Blumen, es sind keine fallenden Blättern oder Blüten. Es sind wirklich Blumen, scheinbar. Ich weiß nicht, wie das macht. Ja, das wird da automatisch einfach wachsen. Jo. Verstehe ich manchmal nicht, was Mojang so will, aber gut. Eben, ich habe ja in letzter Zeit, also im letzten Part auch schon ein bisschen gesagt, was ich so toll finde, was ich nicht so toll finde. In diesem Part möchte ich gerne so ein bisschen zeigen, was man eigentlich auch so machen kann. Und halt auch nebenbei noch ein bisschen vorbereiten, zum mehr noch zeigen. Manche Sachen sind recht schwer für den Anfang und manche Sachen sind einfach, aber ich habe irgendwie nicht etwas, ja, bin noch nicht so weit im Spiel oder habe andere Probleme, wo ich es nicht zeigen könnte. Aber das können wir so schnell wie möglich alles durchkauen. So, also ich brauche ein bisschen mehr, also nicht wundern, ich tue ein bisschen mehr anpflanzen, damit ich ein bisschen mehr erfordert habe, weil ab und zu möchte ich schon einen einzelnen Baum oder so mal aus Kirschblüten, also so Kirschblüten machen. Vielleicht nicht alles ganz zusammen. Also, als nächstes müssen wir mal die Rohstoffe holen für den Zaubertisch. Ich tue mal noch einen Eimer mitnehmen. So, und dann haben wir hier drei Obsidian, haben wir irgendwo anders mehr. Da unten irgendwo. Also wir brauchen zwei Diamanten. Ich nehme 5 oder 6 mit, nehme ich mal 6 mit. Und die Bücher haben wir zum Beispiel hier. Wo habe ich jetzt den Obsidian überhaupt? Da unten? Ich glaube, wir haben sie hier unten hingetan oder so. Nö. Aber hier ist alles gewachsen, okay, sehr gut. Mangroven muss ich dann auch bis zum nächsten Part dann fällen. Genau. Aber wir wollten ja Obsidian herstellen, stimmt. Genau, das ist noch die Sache, weil ich kein Obsidian gefunden habe im Untergrund. Dann gehen wir mal kurz Obsidian herstellen. Das wird wahrscheinlich so gehen, also wir müssen mal zum Beispiel hier machen. Ne, ich mach's nicht hier. Ich mach's. Dafür geht's gar nicht. Ja, wir müssen nochmals in den Untergrund dafür. Jo.
Also gehen wir mal kurz in den Untergrund noch dafür. Im Untergrund gibt es, glaube ich, keine Ausgrabungen. Da sind wir, glaube ich, dann mal geradeaus und haben nichts gefunden. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, okay? So. Ist da ja. Gut, also wir finden sicher einen See und können noch ein Obsidian mitnehmen. Weil an der Oberfläche, ich tue nicht gerne Obsidian und Lava sehen in Obsidian umwandeln. Werden wir auch nicht so gut finden. Wir haben ein recht wildes Level, einen wilden Seed. Da gibt es einfach zu wenig, ja, Lava sehen oder Obsidian. Und ich möchte diese nette Portale, die kaputten, nicht unbedingt verwüsten. Ich will sie so lassen, wie sie dort sind. Deshalb ist unsere einzige Möglichkeit, mal einen kurzen unterirdischen Lavasee zu finden. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie schwierig das ist. Also es ist nicht mehr so häufig. Früher waren die Lavaseen ganz häufig da unten. Und ja, jetzt seht ihr ja wieder, also ihr seht jetzt gerade auch Diamanten, aber da meine ich nicht. Ich sehe nur kurz an. Mojang hat uns in den letzten paar Patches nicht Gutes getan. Also zum Beispiel die Wüstenschiffe, also die Dromedare, sind recht nervig zum Transportieren. Also man kann nicht gut reisen mit denen. Und ja. Bin jetzt mehrmals irgendwie blöde hängen geblieben, weil der Baum nicht allzu hoch war, weil der Baum weg war, weil es doch zwei Blöcke hoch war, wo man drüber hüpfen musste und das geht mit dem Kamel nicht gut. Vielleicht habe ich ein schlechtes Kamel gefunden und sie haben wieder Random-Werte, das weiß ich nicht. Aber dennoch, es ist nicht so toll bis jetzt. Genau. Und wie mache ich das, dass es mir besser gefällt? Ich werde wahrscheinlich einen Mod entwickeln, das wie ein Modpack aufgebaut ist, also mehrere Aspekte. Ding. Und da bin ich jetzt schon dran. Ich habe schon vorher ein bisschen gelernt und werde so schnell wie möglich so einen Mod zusammenkleistern und auch so fertig wie möglich, dass ihr dran mehr Spaß habt. Ich muss jetzt nicht unbedingt viel mehr Spaß machen. Ich bin es gewöhnt. Ich spiele ja schon seit dem End. Ding. Oh, ich muss neu machen. Ich spiele ja schon seit dem Anfang. Ich habe kein Holz mitgenommen. Okay. Jo, wie machen wir jetzt das? Gehen einfach wieder nach oben. Haben wir hier irgendwo ein Lavasee? Nö. Ja, wir finden jetzt gerade kein Lavasee. Was machen wir jetzt nun? Ich will die Diamantspitzhacke auch noch nicht verbraten. Ja, dann gehen wir einfach wieder nach oben und suchen halt einen Lavasee. Meine Güte, Minecraft, anstrengend, Mann. Ich mag's nicht so anstrengend, wisst ihr? Ich bin eher so ein gechillter Typ. Und wenn mich Minecraft einfach manchmal nervt, es macht zwar nicht so wenig Spaß wie bei anderen Let's Play, Livestreamen oder ja, Zuschauen, sondern es ist einfach dann, jo, es ist eine Arbeit, die du nicht gerne machst. Du musst ja nicht sehr arbeiten, aber wenigstens Spaß daran haben, ein bisschen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und das möchte ich ein bisschen besser vermeiden können. Also wenn ich es schon kann, Biomes ein bisschen verändern, dass sie halt cooler sind und ein bisschen wichtiger sind, oder dass die Rohstoffe auch vorhanden sind und so, dass sie vielleicht auch irgendwie auch gut farmbar sind, oder? Dass sie sich vielleicht regenerieren, wenn man lange nicht mehr an einem Ort ist oder so. Es ist ein bisschen schade, wenn man dann ein Haus hat und es verschwindet, aber an Orten, die man zum Beispiel kennzeichnet oder so, könnte man dort einfach die Regeneration oder die Verwilderung ausstellen. Wieso gibt es solche Blöcke nicht, die einfach eine Region auch junkloaden und so? Was hat der Entwickler denn für Probleme? Die Engine ist genug stark. Ich weiß nicht. Das ist so eine Sache, die ich leider nicht beantworten kann. Aber genau solche Sachen stärken mich auch für ein Game. Ich finde die Games dann noch besser, wenn sie auch Kritikpunkte haben. So eben, jetzt momentan steht so, Diablo 4 hat keine Fehler. Es gibt so viele Fehler. Aber sie sind halt einfach verborgen unter den guten Fehlern.
Also wo ist hier ein Lavasee überhaupt? Irgendwie auch nirgends. Lol, meine Kollegen. Oh, meine Kollegen. Die Pillager. Cool. Die brauche ich ja nicht. Ich habe genug Banner. Ich brauche keine Armbrüste. So, wo haben wir denn noch einen Lavasee? Von hier irgendwo bin ich mit dem zweiten Kamel dann gekommen. So, mit dem anderen Kamel bin ich übrigens von der anderen Seite gekommen, weil wir doch ein bisschen zu weit in eine Richtung gedriftet sind. Das haben wir in der Aufnahme gehabt davor. Und ja, im zweiten bin ich von hier gekommen. Hier über diese Rosensträucher bin ich gejagt. Genau hier bin ich nicht durchgekommen, ja. Aber hier gibt es irgendwie keinen Lavasee. Warum? Hier ist nichts. Nö. Schade. Okay, ich muss ein bisschen langsamer, sonst habe ich zu viel Hunger. Level 39 haben wir auch schon erreicht. Aber irgendwie finde ich keine Lava. Wo ist Lava? Sagt er, der nette wohnt, aber. Ich könnte Lava von dort holen, ja. Aber das ist ein bisschen umständlich. Ich will lieber ein bisschen Abenteuer haben zwischendurch. Nicht wundern, wenn ich nicht optimal spiele. Ich will Abenteuer haben. Ich will irgendwie auch etwas mal ein bisschen erkunden und so. Also es sollte ja nicht langweilig sein. Aber es soll spannender sein und nicht alles übersprungen werden. Genau hier bin ich hoch. Ah, hier ist Lava. Gut, jetzt habe ich Lava. So, dann können wir von hier oben abbauen. Ich brauche eigentlich nur einen Obsidian. Brauchen wir irgendwann mal noch Obsidian? Nee. Nur ein Obsidian. Drei habe ich zu Hause. Jetzt habe ich zu Hause weniger als drei. Nein. Also beim Wasserfall. Ich finde den Wasserfall sicher bald. Gut. Und währenddessen latschen wir halt wieder nach Hause. Ja, ich sollte vielleicht mehr teleportieren, wenn ihr das erlaubt. Aber es ist halt schon ein bisschen, ja, cheaten. Ich tue es nicht gerne mal. Der Leon, der ist ja so einer. Übrigens mein bester Kollege, wenn es um Minecraft und so geht. Der ist ein bisschen weniger frustriert. Der ist ein bisschen mehr. Ne, er frustriert, er macht ein bisschen mehr. Ja, was man eigentlich nicht machen sollte. Ein bisschen betrügen. Aber für mich ist es okay, ich kann ihn auch ein bisschen betrügen lassen, wenn er es unbedingt machen muss. Sagt der, der überhaupt keine Cheats oder so nutzen will. Oh je. Ist das eigentlich für euch okay, wenn es andere machen? Also wenn es ihr selber auch machen müsst, findet ihr das okay? Macht ihr es überhaupt dann? Trügen ist für mich irgendwie so wirklich null. Ich kann nichts Positives draus nehmen. Ich will einfach nur null cheaten. Da bist du schon. Aber schnell weg gewesen. So. Also, dann haben wir das mal. Ich kann nachscheren, damit du ein bisschen nackig bist. Ohohoho, nackige Schaf. Oh. Das Ei nehmen wir auch noch kurz mit. Haben wir schon genügend, aber nehmen wir mit. Die Schildkröten werden wir mal züchten. Ich tue die mal einsperren, wenn es geht. Ja. Wieder schlechzen. Einsperren. Genau wegen das, wegen dem Wasser. Geht mal rein. Muss ich hier nicht. Ja, dann mache ich das halt so. So, ich werde mal schauen, dass ich die ein bisschen füttern kann. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie Wassergras gut vervielfältigbar ist. Also es gibt nicht so Farmen, habe ich das Gefühl. Geht das nicht? Weil es halt nicht einfach auf dem Boden wächst. Doch, es wächst aus dem Boden. Zucker nimmt. Ja, weiß es nicht so genau. Habe ich nicht so viel gemacht. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, irgendwie im Januar oder so gemacht und nicht mal so gemerkt, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, wegen der Farmwelt, weil wir eine Farmwelt haben, haben wir das einfach in der Farmwelt immer wieder gesammelt.
Aber so richtig gezüchtet haben wir es nicht. So, der Turm habe ich mal vorgezeichnet, genau. Die Bienchen summen herum. Und jetzt, ja, müssen wir doch das jetzt endlich machen damit. So, Obsidian auch. Endlich bin ich Magier. Ja. Ich bin schon lange nicht mehr Magier gewesen. So, wo haben wir, da haben wir ein paar Bücher. Wo haben wir unsere Bücherregal? Weiß das noch jemand, wo wir das Bücherregal hingetan? Da! Ich habe sie einfach nicht so erkannt. Okay. Also, machen wir doch da einen schönen Boden. Na, noch einen weiter. So. Also wir müssen hier eins, hier eins, hier eins. Hier eins, hier eins, hier eins. Hier eins, hier eins, hier eins. Da eins, da eins, da eins, da eins. So, und dann haben wir 30. Yay, und Effizienz 3. Okay, aber Lapis Lazuli haben wir noch vergessen. Gut, also unseren Turm, Magierturm, haben wir schon mal. Der steht da schon. Kein Problem. Das mache ich gerne. So ein schöner Turm bauen. Ich habe immer noch keine Kisten. Ich brauche doch neue Kisten. Ich habe nicht mal Holz. Da ist Holz. Ich brauche doch Kisten. So. Und ja, der Zucker ist wahrscheinlich auch schon gewachsen. Ja, muss ich jetzt noch was essen? Ich will doch nicht essen. Schaut euch mal die schönen Bäume an. Wie cool. Ich bin immer wie mehr Fan von diesem kitschigen Zeug. Keine Ahnung. Nee, ist noch nicht gewachsen. Schade. Ich habe leider nur noch ein Ding, ich musste die Kamele heilen, die heilen sich scheinbar mit Kakteen auch, aber sie bekommen nicht viele Herzen, Ewe. Ah, jetzt habe ich eins zu hoch gemacht. Wie machen wir das? Und puff. So, hier geht das Lapis Lazuli rein. Dann verzaubern wir mal. Yes! Geil, schon eine gute. Jetzt haben wir noch 36, jetzt könnten wir noch einen Bogen verzaubern. Gut, dann haben wir noch einen Bogen. Das ist einfach das Wichtigste wegen dem Neffer. Damit ich da ein bisschen mehr exploren kann, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss von diesen Picklin, von diesen Schweinezombies. Pfeile, wenn wir halt weniger Dinge haben. Da bringt es aber einen Bogen auch noch nicht. Soll ich eine Angel? Ich glaube, ich mache eine Angel und angle mal ein bisschen öfters, damit wir noch Zauberbücher bekommen und so. Und einen besseren Bogen. Zum Beispiel, ja, einen haben wir schon hier, aber keinen Unendlichkeitsbogen. Ich werde mal kurz, also das Reparaturbogen auch. Angel. Ja. Sobald wir ein bisschen mehr Eisen gemacht haben, machen wir das mal anders. So. Mit Ding. Das ist leider auch eine verzauberte Angel. Oh, ich habe es nicht gelesen. Ja, aber nur die angefangene. Also machen wir eine neue. Gut, wenn ich halt so viele Angeln tue. Dann muss ich halt eine neue Angel machen. Ein Gewitz manchmal schon ziemlich aufhaltbar. Aber das habe ich irgendwie gerne. Was müsste ich noch reinlegen? Die Bücher. Genau. Die kommen auch dort rein, das ist auch ein Erz. Dann habe ich hier noch
Ei reinzulegen. Ja. Gut. Hier die Sachen. Bücherregal auch noch. Und hier kann ich Pinsel. Pinsel nehme ich immer mit. Gold. Ah, Gold hätten wir auch hier. Muss ich ja nicht hier haben. Die Sachen rein. Mit dem Dorf, ich werde mal das Dorf ausbauen, habe ich ja im letzten Part schon gesagt und nicht gemacht. Weil ich noch nicht die Zeit fand. So, dann schlafen. Gut, und währenddessen kann ich mal kurz schauen. 20 Minuten. Ja, ich brauche unbedingt ein Bildschirm. Bitte verkauft mir ein Bildschirm. Ich bin so ein armer Mensch. Ganz ein armer. Ja, vor allem schwer kranke und das nervt halt schon echt. Nein. Ja. Glück des Meeres. Ja. Eine super Angel. So, können wir mit Eisen schon einen Amboss machen? Habe ich genügend Eisen? Dann kann ich auch noch farmen und ja. So. Dann, wie geht das schon wieder? So. So. Wie geht der Amboss schon wieder? Habe ich schon lange. Ja, so. Okay. Habe ich es auch gerade herausgefunden. Hä? Ist das nicht umwerfend? Der Drago werft sich einfach um. So, jetzt wollte ich noch die Lapidas Sozui reintun. Und jetzt könnten wir noch kurz die Reparaturangel holen. Meine Güte, Drago läuft heute echt weit. So lange diese Kamele auch. Ja, dorthin gebracht, dahin. Ja. Oh. So. So, haben wir wieder die zweite Angel, die Bangen. Dann kommen noch die Züngel. Kann man die Pinsel auch zusammenschmieden oder parieren? Okay. Also ich werde dann mal ein bisschen angeln, ich werde ein bisschen das Dorf ausbauen und ich werde noch ein bisschen züchten hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Part drankommt. Jo. Möchte gerne noch ein bisschen Glasflaschen mit Honig füllen. Und jo. Noch ein bisschen vorbereiten. Dann sehen wir uns wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ach ja, wir können den noch ein bisschen länger machen, stimmt. Aber was könnten wir noch mal? Eigentlich nichts mehr. Hm. Ja, jetzt können wir die Dinge noch kurz anpflanzen. Jetzt haben wir zwei dort. Ich werde mal. Ah, da ist ein Esel noch ausgebrochen. Okay. Ich werde mal die ein bisschen tiefer machen hier. Hochkommen und wieder hochkommen. Ein Esel könnte ich noch reinreiten mit euch zusammen und ich kann euch noch ein bisschen erzählen, was ich genau eben vorhabe. Ein Magierturm, so ein bisschen Handelshafen ringsum, dann hier so ein Platz mit Handwerkerviertel, dann ein großes, eine große Schloss und dahinter eine Burg. Genau, und das Schloss wird rot werden. Der Handelshafen wird ein bisschen pink werden, halt wegen diesen Bäumen. Und das Schiff wird schwarz werden, mit Schwarzeinholz und rotem Holz, also Mangrovenholz. Dann am Rand werden wir Palmen machen und ja, so habe ich das jetzt eigentlich mittlerweile geplant. Fragt sich nun, was ich wollte. Ich wollte nur den Esel haben. Okay, das wollte ich nur. Ich wollte einfach so ein bisschen die Blöcke harmoniert zusammentun. Pro bestimmtes Ding. Ich werde den Esel jetzt hier drüber reiten. So, jetzt super. Ich weiß nicht, wieso die Esel oder die Kühe und so weiter durchglitschen. Keine Ahnung. Hier jetzt was. Aber das sollten sie endlich mal fixen.
haben sie schon lange mal eingebaut in einem Patch. Ich weiß noch genau welchen. Das war, glaube ich, 1.8. Und ja, seitdem haben sie es eigentlich nie mehr entfernt. Wir haben den Glitch einfach drinnen gelassen. Ja, weil ich habe sehr lang 1.7.10 gespielt und der Glitch war nie aufgetreten. Und ich bin mit der 1.8 nicht gerade so aktiv am Minecraft gespielt gewesen. Ich war gelangweilt gewesen wegen diesem Patch, wegen diesem Wechsel auch und so. Ja, 1.9 war ja da mit dem Kampf-Update, war auch nicht so toll für mich, aber gut, ist ja momentan wieder sehr, sehr gut mit meiner Lust. Auch wenn ich ein bisschen genervt bin ab dem World Generator. Oder bestimmten Sachen wie die Kamelen. Ja. Aber gut, das ist eine andere Sache. Kann ich gerne mal erzählen, wenn ich es wollt. Genau, und ja, tun wir lieber ein bisschen auf die guten Sachen schauen, vielleicht. Das Bauen. Ich hoffe, ihr habt genug Freude, ja. Auf jeden Fall wird es noch geschaut und wenn es dann nicht mehr so geschaut wird, mache ich halt einfach schwarz. Aber wenn ihr mehr wollt, müsst ihr halt ein bisschen schauen, kommentieren vor allem, wenn ihr unbedingt wollt. Also ihr werdet zu nichts gezwungen. Aber wenn ihr mehr macht, bekommt ihr auch mehr. Das ist so die Sache, oder? Weil ich kann halt nicht immer so viel Motivation finden, wenn ihr es halt nicht so macht. Ihr seid bei mir einfach nicht so aktiv, scheinbar. Keine Ahnung, wieso. Also, seid nicht ihr. Gut, ich werde mal schauen, ob ich da noch Ding bekomme. Heißen sie Netterwarzen? Jo, und dann sind wir eigentlich fertig. Ich werde jetzt hier beim Kaktus warten. Und ich werde eventuell schon mit dem Terraform beginnen, aber nicht viel machen. Vielleicht den Hügel hier oder so. Gut, also dann, Dankeschön fürs Schauen. Ey, das sieht so cool aus mit den Kamelen. Dankeschön fürs Schauen und viel Spaß noch mit weiteren Videos, Livestreams oder was ihr so gerne macht. Oder eine gute Nacht oder einen schönen Arbeitstag oder einen schönen Schultag. Egal was. Genießt es, gell? Und ja, ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Es gibt dort immer wie mehr Menschen, die alles ein bisschen mehr langweilen, aber ja, hoffentlich seid ihr das nicht. Sehr gut. Dankeschön. Tschüss.